Crystal Calamity. Die wirklich schwerste Mission in dem ganzen Spiel. Alles, was danach kommt, ist nicht mehr so schwer. Oh, what's that? The Black Obelisk. That's what they call it. That's what they're using to drain the energy from this land. So this is how they're doing it? That thing is going down. My apologies, but we're still using it. You can look, but you can't touch. You know nothing of the black obelisk's power, yet you plan on destroying it? You're even more naive than I thought. Yeah? Well, I hope you're ready because your madness ends here. I bet you want a treat for making it this far, bravo cheerleader. Look around you, gaze upon the glorious spectacle of Black Pole's power. I know you can feel the overwhelming might of our military machine. Face it, you're outclassed and outgunned. She's so evil, but she's right, there are so many of them. This is looking grim. But chill, people, it's all good, we've got this covered. What did you say, boy? What you guys are doing is whack. Trashing the land for your own profit? That's just sick. All of the people who live here have got our backs. Factory workers, scientists, bakers, they're all with us. We won't lose. You mean the rubble? A ton of garbage is still garbage. Let me introduce you to reality. Reality is what you see above you. That is reality. Oh. What you see is more than 22,000 miles above us in outer space. That glistening even star you see is Black Hole's ultimate weapon. Tremble before a magnificent battle satellite, Black Onyx. Satellite, Black Onyx? Not even your delicate little commander knew if it existed? Black Onyx is the Black Obelisk's guardian angel. A mere 15 minutes from now, its barrier field will be operational. Once it's in place, the Black Obelisk will be safe for all eternity. I don't need to spell this out for you fools. You don't have a chance. You never did. You keep telling yourself that, Candy. We're going to win no matter the odds. Alright, everybody, this is the final battle. Let's work together and obliterate the Black Obelisk. Ja, so, ich möchte hier an dieser Stelle mal etwas sagen, was auch gleich noch ein bisschen erläutert wird. Ihr seht diese neuen Raketensilos, die auf dieser Karte verteilt sind. Das sind keine gewöhnlichen Raketensilos, denn diesen Raketensilos schießen wir hier oben den Black Onyx ab. Und da ist gerade der Haken an dieser Mission. Ich muss alle 9 abfeuern. Will heißen, wenn irgendeine gegnerische Infanterie- oder Mecheinheit auf eine dieser Raketensilos kommt, bevor ich sie abgeschossen habe, habe ich verloren. Und genau das ist der schwere Teil der Mission. Zudem stehe ich noch ein kleines bisschen unter Zeitdruck, denn ich muss innerhalb von 50 Minuten alle 9 Raketen abgeschossen haben. Gut, 50 Minuten ist eine sehr lange Zeit. Und der Gegnerzug wird in dieser Zeit nicht berechnet. Allerdings, sollte der Intervall zwischen 2 Raketen ein bisschen zu groß sein, ich meine, da habe ich 5 Minuten. Wenn ich innerhalb von 5 Minuten keine Rakete schieße, dann wird der Black Onyx irgendwo, dort wo meine Armeekonzentration am größten ist, einen Laser abfeuern und das wird wehtun. Der wird nämlich alle Einheiten beschädigen, die ich da habe. Das einzig Gute an dieser Mission ist, ich darf wirklich 6 Kurs mitnehmen. Und in der Orangen Armee werde ich hier, glaube ich, mit Hawkeye und Lash spielen. Die Blaue Armee übernehmen Colin und Sasha. Und diese Armee übernehmen Jake und Jess. Das hier, den Sale Price. Und nachdem wir hier diesmal keine Com Towers haben,
was, was wir benötigen könnten. Oh, wir haben gar keinen Lack drin mit ihm, sehe ich gerade, oder? Oder habe ich das vergeblich für dafür rausgemacht? Ich bin noch am Überlegen. Scouts bringen uns hier nichts. Wird Pay noch mit, bringt zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Kleingeld macht ja auch ein bisschen was aus. So, jetzt die nächste Frage. Die sind beide noch Rang 1 und die kriegen beide noch ihren Lackskill. Damit das Ganze funktioniert. So. Dann will ich es mal so versuchen. Ich muss einfach nur verhindern, dass sie ihre Raketen zünden können. Mission 22, Crystal Calamity. I'm gonna make that candy scream for Massey. Calm yourself, Lash. We are in control here. The advantage is ours. We've received fresh intel. Black Onyx is equipped with state-of-the-art particle defense system. The barrier field it protects shields the Black Obelisk from fire. Our first order of business is to take out the Onyx and drop that shield. What? In outer space? It's huge and it's in outer space! That's far! It's beyond the reach of our air forces and even my copters. Not a problem. The missiles here is here are not armed with ordinary missiles. Huh? How's that work? Allow me to explain. The missiles here are specifically designed to seek and destroy satellites. They are part of the ASDS, or Anti-Satellite Defense System. Anti-Satellite Defense System? I don't know how they work, but I'm happy as long as they blew it to pieces. Let's get our infantry and mech units out there and capture all these silos. There are 9 silos in all. If we can hit Black Onyx with all 9 in under 50 minutes, we can destroy it. We absolutely can't let those missile silos fall into enemies' hands. Genau das habe ich gerade erklärt. Bevor wir diesen den Obelisk angreifen können, muss eben mal der Onyx fallen. Come on, Sasha, we should get going. Lead on, Colin. I'm right behind you. Und ja. Colin und Sasha sind wieder back in town und ready for trouble. So, ach ja, was ich ganz vergessen habe, ihr habt das Ding hier vielleicht noch gesehen und ihr kennt es noch. Das ist ein, ja, eine Black Cannon. Da muss ich nämlich auch noch aufpassen, weil die hier noch ein paar Felder erwischt. Genauso in der Green Earth Army, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich von dem keinen Hit abkriege. Jetzt allererst mal ein Black Boat. Das ist meine First Order of Business. Alright, I'm gonna go level the Black Obelisk. I don't mean to dampen your enthusiasm, but you've got to stay calm. Keep a cool head and we might just get through this alive. Falls ihr euch wundert, warum das gerade ein bisschen billiger als normal ist, ich habe mit Jake einen Skill genommen, der mir die Kosten von allen Einheiten um 5% senkt.
hier im Umgang mit ganz schön starken Einheiten. So. Aufstellen. Das einzige Blöde ist ja wirklich, dass dieses Feld hier mit der Black Cannon beschossen wird, weil sonst könnte ich hier einen richtig tollen Checkpoint aufbauen. Geht aber leider nicht. So. Mehr kann ich hier gerade noch nicht machen. Erstmal so viel Infanterie wie möglich nach unten schaffen. Sonst komme ich da unten irgendwann nicht mehr klar. Oh, das läuft ja besser als gedacht. Der geht auf den Missile. Die einzige Einheit, die ich eh nicht brauche. Also gut. Dann, hier kommt es immer ein bisschen aufs Glück an. Da hatte ich schon mal keins. 24%, genau, komm, bitte, okay. Das war super. Zumindest schon mal die erste Mission nach oben, damit mein Zeitlimit ein bisschen wieder resettet wird. Für die Sache, dass ich alle paar. Wisst ihr, ich muss ja alle paar Sekunden eine abschießen, sonst kriege ich Probleme. So, damit ist alles abgedeckt. Ich kann mir genau keinen Medium Tank gerade leisten, das ist blöd. Ich wollte doch einen. Naja, muss es halt ein normaler Tank erstmal wieder sein. Erstmal die
launchen, die weiter unten stehen. An die kommen wir viel eher ran. Da rein. Das ist ja perfekt. Es läuft ja besser nach Plan, als ich gedacht hätte. Weil die Green Earth-Seite ist normalerweise die problematischste. Blue Moon ist die sicherste, also die kriege ich eigentlich fast immer durch mit den Raketensilos. Green Earth ist immer sehr problematisch. So. Ah, da hatte ich jetzt mal ein bisschen Glück. Das ist Rakete Nummer 2. Bei dem aus nicht ganz voll, aber der füllt sich jetzt wahrscheinlich noch. Die Frage ist, haben die da hinten einen APC? Zudrill mit wer fängt bei denen überhaupt an? Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. APC da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ausladen. 1, 2, 3. Er kommt nicht hin. Das ist zumindest schon mal gut. Zu wissen, dass ich da unten schon mal sicher bin. Das heißt, ich kann sie notfalls sogar taggen lassen. Aber jetzt, wenn ich ihn jetzt nichts mehr kaputt machen würde, dann komme ich sogar mit der Quarum, aber ich glaube, das Ding will ich ihnen kaputt machen fast. Ich spare mit Colin mal weiter Geld. Nicht mal in den Ding hin, okay. Das heißt, ich lasse sie jetzt einfach in Ruhe. Schieß die beiden Silos da unten noch ab. Dann habe ich auf der Green Earth Seite nämlich zumindest schon mal nichts mehr zu befürchten. Es sind alle Raketen abgefeuert. So. Die einzige Seite, die kritisch wird, ist die Orange Star Seite.
aber da habe ich ja ausgerechnet, da kommen sie selbst mit einer Attack Power nicht hin und die haben sie jetzt gerade noch nicht. Da fehlt ihnen da so ein ganz kleines Spitze vom Stern. Das finde ich gut. So, damit sind alle gefährlichen Raketen abgeschossen. Sechs Raketen abgefeuert, nur die drei vom Blue Moon fehlen gerade noch.